Hallo liebe Klemmerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute möchte ich mal wieder ein Set mit euch aufbauen, ein Modular. Was heißt mit euch aufbauen? Ich baue es auf, ich nehme es auf und ihr schaut dabei zu. Auch nicht in Echtzeit logischerweise, aber ihr kennt es ja schon. Und zwar habe ich das Science Museum von Morg oder X-Morg, wie sie sich nennen. Das ist ein lizenziertes Set vom Designer Yellowbox 777. Hier hat sogar ein Interview mit dem guten Mann. Das ist ein Koreaner. Ich werde es euch nicht vorlesen. Das sind ganze zwei Seiten in der Anleitung. Hier, ich habe hier da eine Kiste voll Steine. Sind, glaube ich, nicht zu wenig. Und wie gesagt, so soll das Ganze aussehen. Schauen wir mal in die Anleitung rein. Also, wir haben, fangen wir gleich mal an, 170 Seiten, da wird bis zum Ende durchgebaut. Wir haben einen Beleuchtungskasten hier dabei mit so LED-Pünktchen, jetzt nichts Aufwendiges, aber immerhin Beleuchtung scheint mit dabei zu sein. Wir haben eine Anleitung, die komplett ausgraut und nur neue Sachen werden farbig dargestellt. Es sieht mir so aus, als hätten wir 5 Bauabschnitte. Und das hier ist das hier irgendwo. Ja, genau. 5 Bauabschnitte plus am Schluss kommt die Beleuchtung noch rein. Ja, so sieht's aus. Wie viele Bauschritte es insgesamt sind, weiß ich nicht, weil wir hier keine weil die mit jedem Bauabschnitt neu mit Zählen anfangen. Genau. Ja. Das ist also hier das, was wir heute bauen wollen. Lego hat ja ein Naturkundemuseum. Wir haben ein Wissenschaftsmuseum. Das könnte man durchaus auch ergänzen miteinander. Dann haben wir so eine Museumsreihe von Cheese. Da gibt es ja noch das Weapon Museum. Mensch, da könnte man ganze Straßenzeile mit Museum, das Museumsviertel bauen. Das wäre doch mal was. Von Modekin gibt es noch die Art Gallery. Das ist ja auch fast wie ein Museum. Ah, da könnte man richtig schöne Sachen machen. Genau. Ja, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Teile es sind. Ich werde es euch unten einblenden. Aber es ist eine ordentliche Kiste voll. Das ist nicht zu klein. Es hat ja auch, so wie es hier aussieht, so, ja gut, es werden 3 Stockwerke sein. Aber das untere Stockwerk ist ein bisschen höher. Vielleicht sind es sogar 4. Aber ich glaube, es sind 3, so wie es aussieht. 1, 2, 3. Und hier das untere Stockwerk ist halt ein bisschen höher. Obwohl, es scheint hier so ein Zwischenstockwerk zu geben. Also doch 1, 2, 3, 4. Wenn wir es hier an der Seite angucken. Also, 4 Stockwerke. So wie es aussieht. Also ordentlich was zu tun. Das sind ja wahrscheinlich die jeweils die Bauabschnitte hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Würde ich jetzt mal so von ausgehen. Ja, genau. Also, das machen wir jetzt. Der erste Bauabschnitt von unserem Museum ist fertig. Wir haben hier 2 Skelette gebaut. Hier haben wir einen Dino und hier irgendein anderes Knochenvieh. Das kann ich jetzt nicht so recht zuordnen. Das ist auch das ist ziemlich fragil. Das ist so mit so Armen zusammengesteckt und das mag ich eigentlich nicht so gern. Aber ja, irgendwie muss man es ja darstellen und das geht mit diesen Elementen ja durchaus ganz gut. Das
Also mir gefällt es jetzt, das Endergebnis gefällt mir auf jeden Fall recht gut. Und auch so, was wir hier bisher gebaut haben. Hier haben wir so eine Vitrine gebaut. Hier haben wir so ein bisschen Pflanzenzeug. Und dann haben wir hier auch einfach so einen Türrahmen und einfach hier zwei so Plattelemente reingesetzt. Das finde ich auch gut. Auch hier in der Vitrine ist einfach was reingelegt. Hier ist ein Mikroskop. Hier. Und hier haben wir einen Druck. Irgendwie so ein Bildschirm. Und dann geht hier eine Treppe noch hoch. Genau. Hier diese blauen Scheiben. Und rundherum halt die Mauer. Hier muss ich sagen, die ist aus vor allem aus 1x2 und 1x3 Steinen hier zusammengebaut, die Mauer. Also ist ein bisschen gestückelt. Soll halt die Maueroptik ein bisschen wiedergeben. Ein Problem ist hier ein bisschen hier diese 1x8 Fliesen, die hier aufgenoppt sind. Der Abstand hier von den Noppenaufnahmen entspricht nicht ganz den von den Noppen, die da auf die wir sie drauf noppen. Was dann hier den Effekt hat, dass hier diese Steine, also die hier dahinter sind, die sind ein bisschen auseinandergezogen. Was bedeutet, dass hier diese Fliese so leicht erhoben drüber hängt und die hier auch. Also die 1x4er Fliese ist ein bisschen tiefer und dann haben wir hier die 1x3 und die 1x3, die sitzt ein bisschen höher. Ich denke, man sieht es ganz gut. Da ist eine Spannung drauf, das ist nicht ideal. Das wird nachher dann wahrscheinlich auch ein bisschen blöd aussehen, wenn das dann das neue Stockwerk drauf sitzt. Ich gucke es mir mal an. Im Notfall tue ich die Fliesen hier an der Seite weg und drücke das alles vernünftig zusammen. Und dann habe ich da halt freie Noppen oder ich mache dann irgendwas anderes hin, um die Optik da zu verfeinern. Aber solche Sachen finde ich immer nicht so ganz ideal. Wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht, dann lassen wir es doch bitte weg. Das ist meine Meinung. Weil so ist es halt blöd. Aber ja. Das ist aber so im Prinzip das Einzige, was mich ein bisschen stört. Ja. Steine sind gut. Alle durchsichtigen Teile sind alle in extra Tütchen eingepackt gewesen. Von groß bis klein, also die großen Scheiben sind extra eingepackt gewesen. Hier die kleinen Panels von dieser Vitrine sind extra eingepackt gewesen. Hier wieder die große Scheibe. Hier hinten sind TransClear 2x3 Fliesen, die sind extra eingepackt gewesen. Das einzige ist ein 1x1 Round Plate, die war nicht extra eingepackt. Aber ansonsten alle TransClear und TransBlue Teile waren alle extra eingepackt. Die sind nicht perfekt kratzerfrei, aber für chinesische Verhältnisse völlig in Ordnung und im guten Zustand. Der zweite Bauabschnitt ist nun auch fertig. Etwas ungewöhnlich ist, dass wir hier im zweiten Bauabschnitt noch diesen Teil hier angeflanscht haben und nicht schon hier aufgehört haben. Genau, also, aber ich mache jetzt mal hier. Fange jetzt hier gerade direkt mit dem kleinen Ding an. Da ist
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das hier darstellen soll. Das könnten auch irgendwelche Knochen sein. Oder soll das eine Mondlandefähre sein? Ja, das könnte sein. Ja, vielleicht könnte sein. Ansonsten ist hier im Prinzip nur eine Treppe und eine Uhr, deren Druck etwas verdreht ist. Da müssen wir auf einen 1x1 Round Plate setzen, damit man sie richtig drehen kann, dass die 12 auch oben ist. Kommt immer mal wieder vor bei den Drucken auf runden Teilen, dass die nicht wirklich richtig orientiert sind. Genau, also ansonsten hier so ganz einfaches Ding. Und aber der Hauptteil war ja jetzt hier. Dann haben wir hier die Front mit den blauen Trans Blue Teilen hier rechts und links, die jetzt hier unsere Skelette einrahmen. Was zu den Scheiben zu sagen ist, die sind alle in extra Tütchen eingepackt und damit werden sie möglichst gut vor Kratzern geschützt. Das funktioniert jetzt hier bei den blauen auf jeden Fall relativ gut. Was ich nicht so toll fand, waren die von Scheiben hier, von den Fenstern. Die waren ein bisschen milchig, aber nicht so schrecklich. Also es ist okay. Ich habe deutlich Schlimmeres schon in der Hand gehabt. Aber ansonsten, das ist okay. Hier oben fliegt noch ein Flugsaurier über dem Abgrund. Hier haben wir solche Schläuche hier reingemacht. Die muss man sich zurechtschneiden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sind unterschiedlich lang. Da ist auch eine 1x1 Abbildung in der Anleitung abgedruckt, die aber nicht 1x1 ist. Also da müsst ihr aufpassen. Richtet euch mehr nach der Zentimeterangabe, beziehungsweise schneidet ihr lieber mal erstmal ein bisschen zu wenig ab und dann kann man noch immer noch ein bisschen korrigieren. Der Schlauch ist hier besonders lang, der ist dann wieder sehr kurz, der ist ganz kurz hier. Also die sind alle ein bisschen unterschiedlich lang, also die zwei mittleren, die sind glaube ich beide gleich. Da muss man aufpassen. Ja, also keine Fehler machen. Einmal abgeschnitten, dran kleben ist ein bisschen schwierig. Hinten ist halt auch nochmal so eine Vitrine und hier ist auch noch ein kleines Schränkchen. Aber soweit nichts Besonderes. Das Interessante ist halt hier im Prinzip dieses Skelett. Das ist ein lustiger Busch hier. So eine Bürste da, so eine Waschstraßenbürste als Grünzeug hier eingebaut. Genau. Was ein bisschen schwierig war hier dieses Stockwerk draufkriegen, deswegen lass ich es jetzt hier. Das untere Stockwerk habt ihr ja schon gesehen, ist auch nichts mehr passiert, von daher ist es auch in Ordnung. Was mir jetzt ein bisschen gerade aufgefallen ist, als ich es von hinten angeguckt habe, ist, dass die Rückwand hier ziemlich uneben ist. Die hat ziemlich, also gerade hier da unten, wo viele einmal zwei Bricks verwendet wurden. Die sieht relativ uneben aus. Das sind auch lauter Kanten. Ist nicht ganz schlimm, aber so richtig schön ist es nicht. Das ist mir gerade aufgefallen, wollte ich darauf hinweisen. Farblich sieht es okay aus, scheint keine Abweichung zu geben. Aber so ganz eben und gut sieht es nicht aus. Es ist natürlich eine gemauerte Wand. Wenn man das so sieht, ist es auch wieder eigentlich völlig in Ordnung, weil keine gemauerte Wand ist. Glatt wie ein Babypopo. Aber spricht jetzt natürlich nicht für die Qualität der Teile. So, jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt ist es drauf. Und das ist der Ausgangspunkt. Hier baue ich weiter. We'll be right back.
nun ist auch schon der dritte Bauabschnitt fertig. Das Ding ist schon ordentlich hoch, also der normale Modular würde jetzt aufhören, das würde jetzt zu Ende gebracht werden, aber hier fehlt noch ein Stockwerk oder zumindest hier, wir kommen hier noch ordentlich nach oben, also die Rakete, die hier ist, die, das ist die Space-Abteilung hier, die geht noch ein Stück weiter. Hier haben wir auch Space and Dinosaurs, Dinosaurier hatten wir unten und jetzt hier oben haben wir Space, genau. Ja, ansonsten vor allem die Rakete gebaut und hier drin haben wir noch so zwei Tafeln und ein Teleskop. Und hier haben wir so ein kleines Labor da in der Ecke, da hinten. Das finde ich so ganz hübsch. Was ich nicht so hübsch finde, da kommen wir jetzt hier, sind diese Dinger hier. Die hier halt so ziemlich mit Lücke hier stehen, auf beiden Seiten. Da ist halt hier keine Verbindung, weil das einfach hier nicht wirklich geht. Und ich denke mal, das wird dann vom oberen Stockwerk hier so zusammengehalten. Hier haben wir die Noppen und hier haben wir die Noppen und hier und hier. Und das wird dann hier irgendwie so zusammengedrückt und ich hoffe, es funktioniert. Bisher sieht es halt ein bisschen, ja, wackelig aus. Und das ist hier so ein einzelnes Teil. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung, liebes Set. Das soll man ja auch einzeln rausnehmen können. Und hier haben wir das einzelne Set, einzelne Teil. Und so. Und das, ja, das fügt sich schon alles ganz gut ineinander. Aber am Ende hat man doch immer doch noch hier die Spalten, die das Ganze ein bisschen wackelig, unschön machen. Schauen wir mal. Was habe ich hier? Ja. Schauen wir mal, wie das Ganze dann am Ende sich macht. Ich denke, es wird am Ende ganz gut aussehen. Wie gesagt, wenn dann das Dach dann dran ist. Aber für mich ist das jetzt kein Set, wo ich jetzt empfehlen würde, die Stockwerke großartig abzunehmen, ehrlich gesagt. Das meiste sieht man auch ganz gut, wenn man hier durch die Fenster reinschaut. Das ist das Gute drin. Also wir hatten ja wirklich viele Fenster. Und wenn man sich jetzt dann noch die Mühe macht, hier die Beleuchtung schön reinzulegen, dass es dann auch wirklich hier alles ein bisschen leuchtet innen drin und dass man von außen auch ganz gut reingucken kann, dann denke ich, erfüllt es seinen Zweck als reines Modular-Gebäude, so zum Stockwerke abnehmen und drin stöbern, ist glaube ich nicht ideal. So, der vierte Bauabschnitt ist fertig und wir haben jetzt hier ein neues Stockwerk obendrauf. Das Ding ist inzwischen echt groß geworden. Ich bin vorsichtig beim Kippen, weil es ja auch zweiteilig ist. So sieht es von oben aus. Es sieht richtig, richtig gut aus, finde ich. Das hat mit den großen, vielen Fensterfronten. Die Scheiben sind auch weitgehend ziemlich gut in Ordnung. Nicht alle perfekt, aber durchaus gut. Hier schaut die Rakete vom unteren Stockwerk durch. Und ja, weiß gar nicht, was das hier genau ist. Das ist irgendein Pflänzchen. Hier haben wir einen Raumanzug. Hier haben wir hier hat es halt so eine Schüssel. Und dann hat es hier nochmal, ich weiß gar nicht, was das hier genau sein soll. Egal. Dann haben wir hier Blumen und Blumen. Hier jeweils drei Stück. Und hier haben wir noch ein Sofa hier vorne. Ich drehe es gerade um, dann seht ihr es auch.
Das ist so eine Dose, hat jemand drauf liegen lassen. Genau, also es ist liebevoll eingerichtet. Ach, da hinten ist noch der Sternenhimmel hier in Schwarz. Im letzten Bauabschnitt musste ich eine Pflanze bauen, die ist hier seitlich drin. Da war dieses Teil hier dabei und das war schon so kaputt, als ich es aus der Schachtel rausgeholt habe, aus der Tüte raus. Also hier drei von den sechs Ästen total umgeknickt, abgebrochen. Ich weiß nicht, was sie da damit gemacht haben. Ich hatte jetzt kein passendes Ersatzteil. Ich habe irgendein kleineres mit drei gefunden und da ist aber auch eins kaputt. Also nicht ganz ausgereift jetzt hier gewesen. Hier. Naja, wie gesagt, sind hier so zwei Teile. Kann man auch einzeln hier abnehmen. Dann sieht es so aus und dann spreizt halt hier wieder die Dinger ab. Und wenn man die hier drauf macht, dann sieht es einigermaßen brauchbar aus. Man muss halt hier die beim Aufsetzen ein bisschen schön anordnen und dann ist es okay. Also das ist okay. Es ist jetzt kein Stabilitätswunder, das Set, muss man halt einfach dazu sagen. Ich bleibe dabei bei meiner Aussage, ich würde das jetzt hier nicht unbedingt als ein Set nehmen, wo man ganz oft die Stockwerke abnimmt und wieder aufsetzt und so. Das ist jetzt nicht ganz ideal. Und von hinten hat man dadurch durch die Zweiteilung halt hier diesen Schlitz. Ich weiß gar nicht, warum das hier unbedingt zweigeteilt sein musste. Das hätte man auch als ein Ganzes machen können, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht macht es einfacher aufzusetzen. Einfach, weil hier doch sehr viel beweglich ist da unten. Und wenn du dann so ein großes Teil aufsetzen musst, was dann hier rechts und links passen muss und hinten und so, vielleicht wäre das gar nicht schön gewesen. Und so ist es halt relativ problemlos aufzusetzen und es funktioniert gut. Ich weiß jetzt nicht, was da der Hintergedanke war, warum man das so gemacht hat. Genau. Ja. Das ist das. Jetzt kommt noch das Dach und dann kommt hier vorne noch ein bisschen Zeug hin. Und dann ist es auch fertig. Jetzt kommt also der fünfte Bauabschnitt. Fertig ist es, das Morg Science Museum vom Designer Yellow Box mit 3726 Teilen kommt es daher, mit vielen Trans Blue Scheiben und einer ordentlichen Höhe, die das Lego Museum, muss man ehrlich sagen, etwas ein bisschen verschämt dastehen lässt, finde ich, während Lego so anderthalb bis zwei Stockwerke hat, haben wir hier insgesamt 3,5 Stockwerke und insgesamt eine Höhe von 38 cm. Grundfläche natürlich 25,5 x 25,5. Hier der Baum, der steht noch ein bisschen über, den könnte man natürlich auch noch vielleicht ein bisschen anders zusammenbauen, dass das dann auch passt, wenn man seitlich jetzt keinen Raum hat. Ja, also wenn da vom anderen Modular, das daneben steht, vielleicht keinen Platz hat oder so. Das muss man natürlich, kann man sich sicher irgendwie zurechtschustern. Wie gesagt, 3700 und ein paar zerquetschte Teile, also im Prinzip über 200 weniger als das Lego Museum hat.
Aber trotzdem, also mir kommt es irgendwie massiver vor. Ja, das Lego-Museum ist breiter, aber halt auch wirklich nur halb so hoch oder so gefühlt. Und hier, das Ding ist voller Details. Ich weiß gar nicht, wo Lego die ganzen Steine reingebuttert hat, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, hier habe ich 3000 Teile und ordentlich Fläche, die auch komplett durchgefliest ist. Alle Stockwerke sind gefliest. Sogar hier das Dach ist gefliest, wenn ihr hier oben drauf guckt. Aber unter 4000 Teile. Naja, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ist jetzt auch nicht so, dass sie hier hinten bei der Wand mit Steinen gespart haben. Das sind ganz viele, einmal zwei Bricks, einmal drei Bricks. Jetzt gar nicht so viele große Bricks hier drin in der Wand. Ein paar sind ein bisschen größer, aber die meisten sind relativ klein. Weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Egal. Das Ding hat ein paar Probleme, möchte ich euch nicht verschweigen, aber das Ding, ja, weswegen ihr das Ding baut, ist diese Optik hier. Das ist das, weswegen ihr das baut. Hier Space and Dinosaurs ist das Thema hier, es sind alles Drucke, sind keine Aufkleber dabei. Wir haben da oben den Museumsschriftzug, wir haben da ein kleines Vordach, das sehr kritisch ist. Das ist das allergrößte Problem hier bei dem Set oder vielleicht auch das zweitgrößte, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ein schönes Flachdach hier mit einer Öffnung, wo die Rakete im Prinzip rausgeschossen werden könnte, wenn man sie brauchen würde. Ich habe hier die Beleuchtung reingelegt. Das ist hier einfach so ein LED-Streifen. Ich mache mal so ein bisschen dunkler. Hier. Wobei, so richtig dunkel wird es hier nicht. Die Kameras haben auch ein Licht und so. Und die kann ich nicht alle ausmachen. Da unten, ja. Das ist halt einfach eine Batteriebox mit ein paar LEDs dran an einem Strang. Aber ja, es ist ein bisschen dicht drin. Bei einer besseren Winkel zum Betrachtungswinkel sieht man auch noch ein bisschen mehr. Und wenn man die vielleicht noch ein bisschen intelligenter verteilen würde in dem Set und vielleicht an den Decken anbringen und sowas, das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe die einfach reingestopft. Dass in jedem Stockwerk so ein bisschen Licht ist, kann man sicher besser machen. Und, oder man kauft ein aufwendigeres Beleuchtungsset und hat dann noch das besser verteilt. Aber ich finde es schön, wir haben große Transwände, ganz viele Fenster und da ist es einfach schön, wenn man auch reingucken kann und es geht mit Beleuchtung einfach besser. Genau. Und da für so eine Beleuchtung keine Anleitung benötigt wird, habe ich es auch einfach habe ich es tatsächlich verbaut, obwohl ich ja nur verbau, wenn eine Anleitung vorhanden ist, aber ich habe es einfach reingestopft. Genau, also ich mache es wieder aus. So viel bringt es jetzt hier unter den Voraussetzungen nicht. Ja, ich habe gesagt, ihr baut das wegen der äußeren Optik. Warum habe ich das gesagt? Ganz einfach von den inneren Werten, die wirklich da sind. Unten haben wir ja diese zwei Dinosaurier hier und hier. Wir haben da den fliegenden Dinosaurier da vorne drin. Hier. Wir haben hier die Rakete und Mondlandefähre und weiß der Teufel was. Das haben wir alles. Das sieht alles cool aus. Das ist cool gemacht. Ihr werdet es nur bedingt zu Gesicht bekommen, weil das Ding Probleme hat. Ja, das ist hier der Punkt. Wir haben das Problem, dieses blöde Dach. Das sitzt auf einer Noppe und fällt super leicht auseinander.
Also erstens, wie gesagt, es sitzt nur auf dieser einen Noppe hier. Ja, hier. Und auf der sitzt dann halt auch nicht, das was da drauf sitzt, ist halt überhaupt nicht stabil. Das ist zum Kotzen. Und ja, ein großes Ärgernis an sich, weswegen ich mich da schon, ich habe mich echt tierisch aufgeregt schon ein paar Mal. Ich habe das schon fünfmal zusammengesetzt hier wieder, weil die Teile jetzt hier keine super Klemmkraft haben, weil das Ganze hier dann auch wieder eine Noppe und hier, ach, eine halbe Noppe da gefühlt. Also ganz fürchterlich, ein absolutes Hassding von mir. Ja, dieses Ding, ich hasse es. Gut, also, wenn ihr irgendwie ein Stockwerk abnehmen wollt oder irgendwas an diesem Set machen wollt, dieses Dach abnehmen oder es irgendwie festkleben. Also, ja. Aber ohne sieht es halt, fehlt es halt was. Ja, es sieht gleich deutlich schwächer aus. Deswegen ist schon gut, dass es dabei ist, aber oh, boah, nee. Es ist ziemlich fürchterlich. Genau. Und dann kann man das Dach hier abnehmen. Das ist okay, das geht. Das macht jetzt alles hier ein bisschen schwieriger mit der Beleuchtung, die ich hier reingestopft habe. Ohne wäre das jetzt alles ein bisschen weniger kritisch. Ich nehme mal die Seite ab, weil hier die Beleuchtung drin ist. Ja, also ich finde, Mensch, das ist, die Einrichtung ist super. Schaut es euch an. Da ist echt viel drin und alles gefliest und mit den Blumen und hier den Raumanzug und da, super gemacht. Echt super gemacht. Ja, und dann hat man halt die Probleme. Das Dach. Hier diese Instabilitäten hier. Ja, das ist ein einzelnes Ding hier. Das ist doch Mist. Mist die Kacke. Ja. Aber lässt sich nicht wirklich anders umsetzen, weil das Problem ist, hier dieses Ding ist einzeln abzunehmen. Dann können wir auch da unten reingucken. Machen wir gleich. Ist einzeln abzunehmen und dann hat man halt hier, kann man das hier nicht fest verbinden. Dann ist das hier halt, muss das halt hier so einfach eine Zweiersäule sein. Und diese Rundungen kann man halt auch nicht verbinden. Das ist immer, wenn man diese runden Panels verwendet, hat man immer das Problem, dass die nicht fest verbunden sind mit dem Rest vom Gebäude. Hier hat man es dann gelöst, hier oben, bei diesem Stockwerk, dass man hier einfach fließen, dass man hier die Ecke nicht mitgenommen hat, diese Abrundung, sondern hier das Ganze eckig gemacht hat. Kann man machen, da oben ist es stabil, das ist okay, aber da unten hat man es halt nicht gemacht. Eben, weil man hier dieses einzelne Element unabhängig von dem da vorne abnehmen kann. Kann ich verstehen, dass man das so gemacht hat. Macht es halt instabil. Genau, und hier ist halt dieser Flugsaurier, der da noch rumfliegt und so. Und dieses halbe Stockwerk hier mit diesen Schläuchen und so weiter. Hier ist die Mondlandefähre da und solche Sachen. Richtig, richtig cool umgesetzt. Gefällt mir wahnsinnig gut. Aber wie gesagt, unter normalen Umständen werdet ihr davon nicht viel sehen, weil es kann so viel, es ist ziemlich fummelig, das auseinanderzubauen und wieder zusammenzubauen. Wenn ihr dann noch eine Beleuchtung drin habt, dann erst recht. Wenn ihr die Beleuchtung weglässt, geht es ein bisschen besser. Aber so richtig toll ist es da
ehrlich gesagt auch nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier die Seite gelassen, weil da ja das Beleuchtungsding durchgeht. Und das ist mir zu nervig. Ja, muss ich einfach sagen, da bin ich dann. Da vermeide ich irgendwelche Anstrengungen. Ja. Also für schnelles Auseinanderbauen und Zusammenbauen ist das einfach nicht gemacht. Genau, und dann muss man, wenn man das hier aufsetzt, muss man aufpassen, dass sich das hier nicht verhakt mit diesen Panels da unten. Aber wenn es mal drauf ist, sitzen die relativ gut hier, ja. Dann sind die festgedrückt von oben, dann werden die gehalten. Hier seht ihr es, hier kommt es ein bisschen raus. Vielleicht sieht man es hier. Und dann muss man es halt ein Stückchen reindrücken, aber nicht so weit. Und dann sieht es wieder gut aus. Und ich denke, das ist einfach das, worum es hier eigentlich auch ging. Dass es am Ende gut aussieht. Und das, ups, Hilfe. Und das tut es einfach auch. Aber halt mit der Einschränkung, dass das Ding in allererster Linie einfach ein Displaymodell ist, dass man, was habe ich jetzt runtergeschmissen, möglichst nicht viel mitmachen sollte. Was habe ich? Seht ihr, es ist so ein Seitenpanel rausgeflogen. Genau dieses. Das geht ja auch einfach. Ja, ich glaube, das Stockwerk ist hier noch nicht richtig aufgesetzt. Jetzt ist es, glaube ich, besser. Ja, also, wie gesagt, ein richtig, richtig hübsches Modell, wenn es komplett ist. Also, Scheiße. Aber wie gesagt, sehr, sehr instabil. Und mir ist dieses Dach hier schon zwei, dreimal runtergefallen und dann auf den Baum drauf und dann hat es den auch noch zerlegt. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie ich da geflucht habe. Also so richtig. Ja. Ich hasse es. Ich werde das Ding nicht mehr anfassen, wenn ich mit dem Video fertig bin. Egal, ob irgendjemand mal da reingucken will, dann sage ich, nein, du nicht. Schau das Video an, dann kannst du es sehen, aber ich baue das hier nicht mehr auseinander. Könnt ihr vergessen. Genau. Also, das ist der Punkt. Wenn euch das nicht stört, wenn ihr das Set aufbauen wollt, in die Stadt integrieren oder ins Regal stellen, von außen angucken, Beleuchtung anmachen, von außen reingucken, super Set. Sehr geil. Gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Wollt ihr mehr damit machen? Wollt ihr die Stockwerke abnehmen? Wollt ihr Figuren reinstellen und rausnehmen und bla und blub und vielleicht mitspielen? Meine Tochter hat zum Beispiel teilweise mit den alten Lego-Modellen, das hat die richtig gespielt. Die hat die Stockwerke so wie Puppenhäuser benutzt. Mit dem auf keinen Fall. Geht nicht. Keine Chance. Ja. Ihr seht, wie es mir ständig Sachen runtergefallen sind und beim Zusammensetzen Schwierigkeiten hatte und solche Sachen. Lass es. Also dafür ist das Set nicht geeignet. Da würde ich wahrscheinlich eher zu dem Lego-Set zum Beispiel greifen oder zum Museum von Jingbao zum Beispiel. Das hat auch so seine Probleme, aber auch ein Riesending, dieses alte, ist aber auch ein super Ding. Also gefällt mir richtig gut, ist sicherlich deutlich stabiler wie das. Aber es gibt ja durchaus Auswahl und kauft das passende Set
für den passenden Einsatzzweck. Ich finde es hier genial, das stelle ich mir jetzt ins Regal, guck's mir mit Freude an. Ich muss bloß erst gucken, wo es denn auch überhaupt reinpasst wegen der Größe. In meine normalen Regale wird es nicht reinpassen, da ist es, glaube ich, etwas zu hoch. Aber ansonsten, ja, macht draus, was ihr wollt. Ich habe euch die Vorteile genannt, ich habe euch die Nachteile genannt. Steine Qualität ist okay, nichts Besonderes, aber immerhin sind die Scheiben alle extra eingepackt, also sie sind nicht stark verkratzt, sie haben aber auch so einen leichten milchigen Schimmer, so perfekt durchsichtig sind sie nicht. Es ist gut, aber es ist halt, es könnte alles noch einen Tick besser sein. Und ja, Stabilität ist das große Thema bei dem Ding. Und wenn ihr damit leben könnt, schlag zu, es ist ein richtig, richtig schönes Set. Aber egal, wie ihr euch entscheidet, ich hoffe, euch hat das Video dazu gefallen. Ich hoffe, dieses Video hat zur Entscheidungsfindung geholfen, beigetragen. Und wenn dem so war, dann lasst mir doch ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Ein Abo würde ich mir natürlich besonders freuen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei euren eigenen Bauten. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, euer Axel von Steinreich TV. Tschüss! La 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 la